Ja, mal Zeit für Clinical Journal Club für diese Woche. Schau mal, was drin ist. Und wir sehen diese Abbildung im New England Journal. Es geht um neugeborenes Mädchen. Und bei der Geburt sieht man hier eine, eigentlich eine Weichteilmasse ragt aus den Genitalien heraus. Und jedes Mal, wenn sie weint, dann ist diese Herausragung dann größer. Und wir werden gefragt, ist dies Hydrokolpos oder einer dieser anderen vier Möglichkeiten? Ja, das ist Hydrokolpos. Und diese anderen Sachen kommen nicht in Frage, mit der Ausnahme von McCusick-Kaufmann-Syndrom. Aber das ist so rar und es gibt viel häufigere Ursachen von Hydrokolpos. So müssen wir das wählen. Und meistens hier geht es um ein verschlossenes Häutchen. Und manchmal kann dieses Problem ganz einfach chirurgisch behoben werden und dann ist es kein Problem mehr. Aber dieser Hydrokolpos kommt auch häufiger vor bei Bardet-Biedl-Syndrom, das eigentlich häufiger ist als das McCusick-Kaufmann-Syndrom, das das auch verursachen kann. Und dieses rare Syndrom, da geht es um Mutationen an dem MKKS-Gen, das für Entwicklung von Gliedern und Reproduktionssystem verantwortlich ist. Das ist eine sehr rare Erkrankung, aber das kann auch mit Hydrometrokolpos einhergehen. Und diese armen Neugeborenen, wenn sie genau hier zählen, sehen wir hier 6 Finger anstatt nur 5. Jetzt das erste Thema im New England Journal geht es um die Behandlung von Hüftfraktur bei sonst Fitten, sogenannten Fitten, Alten. Das sind die Alten, die noch gehen können. Und wenn man eine Hüftfraktur kriegt und sie dissoziiert ist, ist die gängige Behandlung entweder einen gesamten Hüftersatz oder einen partialen Hüftersatz. Und im partialen Hüftersatz kriegt man einen neuen Hüftkopf, aber man behält das alte Acetabulum. Und mit Gesamthüftersatz kriegt man dann auch hier dieses Ersatzacetabulum. Und dieses sollte eigentlich vielleicht ein besseres Endergebnis haben, aber geht auch mit Dislokutationen einher, die ein bisschen schwerer zu reduzieren sind als dieser chirurgische Eingriff. Also das sind so die Optionen. Und in dieser Studie sind große Anzahl an Patienten hier randomisiert worden zu entweder dieser Operation oder dieser Operation. Und das primäre Endergebnis war die Notwendigkeit, einen zweiten Eingriff innerhalb 24 Monaten durchführen zu müssen, wie durch Dislokation zum Beispiel oder anderer Grund. Sekundäre Endpunkte waren Tod, Nebenwirkungen, sonstige Komplikationen, Lebensqualität etc. Ziemlich große Anzahl an Patienten hier. Und es sind natürlich ältere Menschen, 79 in dieser Gruppe, 78,6 in dieser Gruppe, unterschiedlicher Herkunft. Die meisten sind übergewichtig, aber nicht alle. Und sind ältere Menschen, so haben sie auch andere medizinische und auch chirurgische Probleme. Nun, was ist passiert? Na, eigentlich kaum was. Das ist eigentlich nicht richtig, nämlich das Endergebnis ist in beiden operierten Gruppen eigentlich ziemlich gut, so dass 90% nach 700 Tagen haben eigentlich den primären Endpunkt, dass irgendwas weiteres gemacht werden muss, gar nicht erreicht. Das ist schon ziemlich gut. Und am Anfang sieht es so aus, als wäre die halbe Operation, das heißt nur Hüftkopf zu kriegen, vielleicht ein bisschen besser, aber dann die gesamte Operation, Hüftkopf plus Acetabulum, vielleicht langfristig hat das doch bessere Aussichten. Weiß es nicht genau. Also tabularisch gesehen,
Die Wahrscheinlichkeit, dass im ersten Jahr irgendwas passiert, ist bei der Hemiarthroplastie-Gruppe eigentlich ein bisschen besser, aber danach ist die andere Gruppe ein bisschen besser, obwohl hier geht es nicht um statistische Signifikanz oder statistische Aussagen. Nebenwirkungen. Was passiert mit diesen armen Menschen? Na, das war in beiden Gruppen nicht unterschiedlich. So könnte man beides aussuchen. Und dann ist die Frage, die partielle Operation ist natürlich nicht ganz so teuer wie die gesamte Operation. Und da kein signifikanter Unterschied ist, kann man das in Erwägung ziehen. Also die gesamte Operation Total Hip Arthroplasty, die sahen vielleicht ein bisschen besser aus nach 24 Monaten, aber sie hatten eine etwas höhere Inzidenz von Nebenwirkungen. Das heißt, sie brauchten irgendwas anderes, muss gemacht werden im Vergleich zu der Hemiarthroplastie-Gruppe. Letztendlich sind die Unterschiede hier weniger als ein halber Prozent. Nebenwirkungen ein bisschen mehr hier im Vergleich zu da. Und was dann noch weiter gemacht werden musste, war, dass Revisionen gemacht werden musste, war vielleicht ein bisschen häufiger da, langfristig gesehen als da. Also lieber nicht hinfallen, sonst ist hinfallen keine Schande. Das Liegenbleiben im Gegensatz dazu könnte eine Schande sein. In dem nächsten Bericht im New England Journal geht es um Typhus. Hier haben wir ein somatisches Problem. Typhus ist eine bakterielle Infektion mit Salmonella enterica oder Salmonella typhi. Das geht auch mit einem Ausschlag einher. Und überwiegend, dieses eine gastrointestinelle Infektion nicht behandelt, kann das zu Perforationen führen. Früher vor 100 Jahren und mehr als 100 Jahren war dies eine häufige Todesursache, kam als Epidemien, kann man so ähnlich stellen wie die Pest, war eine häufige Todesursache. Und das zu unterscheiden von Fleckfieber war nicht einfach. Und Fleckfieber wird im Englischen Typhus genannt. Und das macht das Ganze noch verwirrender. Also, als ich Medizinstudent war, haben wir über den Vidal-Test gelernt. Und nach 7 bis 14 Tage Typhus würde man erwarten, dass die Leute genug Antikörper entwickeln, sodass, wenn man eine Serumprobe von denen nimmt und mit Bakterien dann vermischt, würde man erwarten, dass die Bakterien möglicherweise klumpen. Dieser Test gibt es heute immer noch. Also man muss das differenzieren von Fleckfieber, was im Englischen Typhus genannt wird, und hat schon William Jenner darauf aufmerksam gemacht, dass man zwischen Fleckfieber, Typhus und Rückfallfieber bitteschön unterscheiden sollte. Und vielleicht hilft der Vidal-Test dazu. Und hier ist ein Beispiel davon. Fleckfieber wird verbreitet von Insekten, weil Läuse haben nur 6 Beine und die sind halt Insekten. Die gehören zu der Ordnung Theraptera. Und man kann die Beine zählen. Es gibt auch Fleckfieberarten, die von Zecken übertragen werden, wie Rocky Mountain Spotted Fever. Und das sind Spinnentiere, weil sie 8 Beine haben anstatt 6. Also hier geht es um einen neuen Impfstoff gegen Typhus oder Typhoid Fever auf Englisch. Und wir haben einen Impfstoff schon beinahe 100 Jahren, der ist aber halt nicht so doll und bietet nur einen Schutz von ungefähr etwas weniger als 50%. Also in manchen Erdteilen wie in Nepal ist Typhus noch ein ziemlich häufiges Problem. So hat man hier eine randomisierte, kontrollierte Studie durchgeführt mit einem neuen konjugaten Impfstoff gegen Typhus. Und die Kontrollgruppe hätte eigentlich den alten Impfstoff kriegen sollen, meines Erachtens, aber anstatt dessen haben die Impfstoff gegen Meningokokken gekriegt. Und eigentlich passiert es gar nichts, aber das stimmt nicht ganz,
Der primäre Endpunkt hier waren Blutkulturen von Salmonellen. Und der war tatsächlich signifikant unterschiedlich, wenn wir diesen Ordinaten ein bisschen ausweiten. Und es sieht so aus, als wäre dieser neue Impfstoff, hätte der eine Effizienz von 80%. Das heißt, wenn man diesen Impfstoff kriegte, waren 80% der Leute geschützt. Und hier sehen wir positive Blutkulturen. Das sind die Leute, die den Impfstoff gekriegt haben. Und hier sind die Kontrollleute. Die haben 38 positive Blutkulturen. Hier gab es nur 7. Und ganz am Anfang, erste 3 Tage von Symptome, hier sind 3 positive Blutkulturen. Hier sind 20. Also das ist im Prinzip unterm Strich, was dabei rauskam. Effizienz von 80% für den neuen Impfstoff, nicht schlecht. Und der Aufbau von Antikörper, sie hätten auch vielleicht den Wiederaltest durchführen können, der war auch zufriedenstellend, behaupten die Autoren. Und Nebenwirkungen im Vergleich zu Impfstoff gegen Meningokokken waren nicht viele. So kann man hier folgern, dass dieser neue Impfstoff wahrscheinlich besser ist als der alte, obwohl das war nicht die Hypothese in dieser Studie. Das nächste Thema in New England Journal ist die Achalasie. Und hier geht es um Sphinkterkontrolle hier zwischen Esophagus und Magen, wobei die Muskulatur hier nach einem Bolus, Essensbolus, sich nicht automatisch erweitert, sodass der Bolus weitergeführt werden kann in den Magen. Und Leute mit diesem Zustand, die haben halt im Nervenplexus hier ein Problem. Das kann man operativ behandeln. Die Operation gibt es schon seit 50 Jahren, eingeführt von einem Herrn Heller. Und wenn das nicht gemacht wird, dann kann man im Röntgenbild hier einen erweiterten Mediastinum erwarten. Und wenn man Kontrastmittel anwendet, dann sieht das so aus. Nun wollen die Gastroenterologen auch hier an diesem Geschäft was verdienen. So ist eine endoskopische Operation entwickelt worden, um diese Myotomie durchzuführen durch ein Endoskop. Das heißt von innen anstatt von außen. Und mittlerweile wird die Operation von außen auch laparoskopisch durchgeführt. Und die Abkürzung dafür ist eine laparoskopische Heller-Operation im Vergleich zu einer periorale endoskopische Myotomie, abgekürzt POEM. Also hier sind die Chirurgen und da sind die Dichter. Also hier sind 241 Patienten sind hier randomisiert worden zu diesen beiden Behandlungsmöglichkeiten. Dann haben wir geguckt, was passiert ist. Und eigentlich, was passiert ist, ist kaum was. Das heißt, klinischer Erfolg, eigentlich ist sehr viel passiert. Klinischer Erfolg war in beiden Gruppen prima. Eigentlich über 80% nach 2 Jahren finde ich nicht schlecht. Aber die Endoskopiker konnten die Chirurgen nicht schlagen. Eigentlich haben sie auch ein bisschen verloren. Nämlich man hat hier vorsichtige Untersuchungen gemacht, was Reflux anbelangt. Kann man mit einem pH-Meter und Säurebestimmung machen. Und es gab etwas weniger Reflux nach der Heller-Operation im Vergleich zu der endoskopischen Intervention. So kann man dann sich halt auswählen, wie man behandelt werden möchte. Endoskopisch behandelt zu werden, da geht man wahrscheinlich am selben Tag wieder nach Hause und ist vielleicht einfacher, aber man hat dann vielleicht ein bisschen mehr Reflux. Nächste Thema geht es wieder um akute Migräne. Das ist ein häufiges Thema und wir wissen, dass die akute Migräneattacke wird überwiegend heutzutage, wenigstens in Deutschland, mit Triptane behandelt. Und das sind, die wirken über Serotoninsignalrezeptorwege. Und ungefähr die Hälfte der Patienten haben Aura. Dann sollen sie sofort ein Triptan nehmen. Und wenn sie kein Aura haben und Schmerzen entwickeln, sollen sie sofort das nehmen. So schnell wie möglich, um die Episoden, um eine schlimme Episode vorzubeugen. Und als ich Student war, haben wir noch Mutterkornalkaloide benutzt zu diesem Zweck. Die funktionierten auch ganz gut, aber die haben natürlich andere Nebenwirkungen, wie Finger und Zehen können abfallen und Ähnliches will man natürlich nicht haben. Aber
Die neue Behandlung, die jetzt eingeführt wird, ist die Blockade von Calcitonin-Gene-Related-Peptide-Signalisierung. Und wir haben ja schon besprochen, dass dies ist der stärkste dieser Vasodilatator, den es gibt. Und man vermutet, dass dieses CGRP eine Rolle spielt in der Pathogenese von Migräne. Und wir haben chronische Studien schon angeguckt, dass die Hemmung dieses Weges vermindert die Anzahl der Attacken. Aber hier wird etwas angewendet, um die akute Attacke vorzubeugen. Ubrogepant heißt dieses Zeug und es hemmt CGRP-Rezeptoren. Und zu meinem Erstaunen wird das verglichen mit Placebo. Ich bin eigentlich baff, nämlich hätte gedacht, die sollen das vergleichen mit dem Triptan. Und dass diese Patienten hier einfach mitgemacht haben, um Placebo zu kriegen, hätten sie doch lieber Mutterkornalkaloide kriegen oder irgendwas. Aber die Leute haben Placebo gekriegt. Da kann man schon sehen, wie das ausging. Naja, Ubrogepant war besser als Placebo. Können wir in diesen zwei unterschiedliche Dosen von Ubrogepant, 50 Milligramm oder 100 Milligramm im Vergleich zu Placebo. Aber nicht bei vielem, nämlich der Placebo hat auch die Episoden bei 40% der Leute vorgebeugt. Ubrogepant, kein Zweifel, war statistisch signifikant besser als Placebo, aber umwerfend ist dies auch nicht. Ich als Nicht-Neurologe und Nicht-Kopfschmerzen-Leiderer würde das so bewerten. Und Sicherheit, naja, es gab ein bisschen Übelkeit und Somnolenz und Trockenmund. Dann in der Ubrogepant-Gruppe, die war zweimal so groß wie Placebo, gab es eine Episode von akuter Appendizitis. Es gab eine Fehlgeburt. Es gab einen Perikarderguss und es gab einen Krampfanfall, aber man konnte eigentlich nicht deuten, dass diese Sachen irgendwas mit Ubrogepant zu tun hatten. Aber die ehrlichen Autoren haben das zugegeben. So, es sieht so aus, als wäre Ubrogepant besser als Placebo, vielleicht sogar ein ganzes Stück besser als Placebo, aber hätte gerne gewusst, ob es die alte Methode besser behandelt. Müssen wir auf die nächste Studie dann warten. Dann das Thema im New England Journal diese Woche. Laienbehandlung von kardialer Reanimation außerhalb des Krankenhauses. Und das wird jetzt wenigstens in USA und in Kanada flächendeckend in Schulen und so weiter den Menschen beigebracht und eigentlich am besten ist, man wird von einer Schwester oder ein Notfalltechniker reanimiert. Das ist viel besser, als einem Arzt zu begegnen. Nämlich die passen wenigstens auf, wenn dies beigebracht wird und machen es richtig. In USA, als ich da im Krankenhaus arbeitete, mussten alle, die im Krankenhaus, Schwestern, alle Ärzte, anderes Personal einen Kurs durchmachen in Reanimation, der musste bescheinigt werden, der musste jede zwei Jahre erneuert werden, sonst durfte man gar nicht in die Tür rein. Wir haben versucht, das einzuführen in der Franz-Vollhardt-Klinik. Wie das weitergegangen ist, weiß ich nicht. Das sollte gemacht werden, nämlich wenn man am Straßenrand umfällt, kann man wahrscheinlich eine Viertelstunde warten, bis Notfallmediziner, und in Amerika sind keine Mediziner in den NAWs. Es ist aber geschultes Personal und das ist wahrscheinlich besser als ein Arzt zu begegnen. Also scheint eine sinnvolle Sache zu sein. Und dann kann man hier, dann gibt es auch Kommunikationszentrum, die können einem helfen und Befehle zu geben. Automatische externe Defibrillatoren wollte ich Ihnen zeigen. Die können ja hier mit einer Drohne angetragen werden. Und das ist wahrscheinlich schneller als auf ein Auto zu warten. Das gibt's auch.
und die Ausbildung von Laienpersonal scheint eine sinnvolle Sache zu sein. Dann kann man hier auch sehen, dieses Karte von Toronto und wo die Defis alle sich befinden und ob sie während des Tages aktiviert sind oder während der Nacht. Und wenn man unbedingt jetzt reanimiert werden muss, dann sollte man das so planen, dass das am Tage stattfindet, anstatt in der Nacht. Und dann ist man geholfen. Also das ist ein wichtiges Thema und sollten wir auch zur Kenntnis nehmen. Dieser 24-Jährige hat einen Tennisball aufs Auge gekriegt und die können ja auch 100 km/h Geschwindigkeit haben. So hat er diese große Blutung hinterm Vitreus erlitten und wurde operiert und hat eigentlich einen ziemlich guten Visus dann nach der Operation gehabt und mit diesem dramatischen fundoskopischen Bild hier wurde hier gezeigt. Hier ist die Frau von letzter Woche mit Merkel-Zell-Karzinom. Dies ist ein sehr aggressiver Hauttumor. Hier wurde auch der Finger amputiert und die ganze Axilla wurde ausgeräumt und die hatte auch positive Lymphknoten und dies ist ein gefährlicher Tumor und was sie wegtragen müssen, ist dieses ein Beispiel von einem viralen induzierten Krebsleiden. Immer eine gute Frage für Staatsexamen etc. Merkel-Zell-Karzinome. Hat nichts mit Angela zu tun. Dann wieder mal diese Frau, kommt rein mit diesem Ausschlag, wird diagnostiziert als Lupus erythematodes. Das ist ein Fehler, nämlich sie hat auch hier Ausschlag hier am Hals, wahrscheinlich auch am Rücken, das wird uns nicht gezeigt, aber hier ihre Hände sind hier auch involviert. Könnte vielleicht Rosacea sein, weil ihre Nase so ein bisschen aussieht und sie raucht 42, hat schon 42 Packungsjahre, und verschlingt 10 Biere jeden Abend, was ich ganz sportlich finde. Es geht dann weiter und der Hautarzt meint, sie könnte Dermatomyositis haben, aber sie hat eigentlich keine CK-Erhöhung, keine Muskelschwäche. So nennt man das amyopathische Dermatomyositis. In anderen Worten, sie hat Dermato, aber ohne Myositis. Hier im CT sehen wir ein paar Läsionen, die sehen ein bisschen fragwürdig auch aus. Und da kann man im PET-CT die noch weiter hier inspizieren. Und die wurden da auch bioptiert. Und eine große Anzahl von diesen Menschen hat einen unterliegenden Karzinom. Und in diesem Fall war es ein kleinzelliger Lungenkarzinom. Ihre Hauterscheinungen sind mit intravenösen Immunglobuline besser geworden. Aber die Chemotherapie für kleinzelliges Lungenkarzinom nach 9 Monate hat sie ihrer Krankheit dann erlegen. Aber es geht hier um amyopathische Dermatomyositis als ein paraneoplastisches Krankheitsbild. Und das alles ist beschrieben worden von einem Herrn Groton. Der hat auch darauf hingewiesen, dass dieser Ausschlag dann am Rücken oder am Hals auch ausgeprägt ist, das nennt man Grotons Zeichen. Dann gibt es diese Papeln, die hier an den Fingergelenken hier und an den Metakarpalgelenken hier stattfindet. Unsere Patientin hatte keine Grotons Papeln, aber nach dem sollte auch gefahndet werden. Dann geht es um die elektronischen Zigaretten, die einen großen Vorteil haben, weil sie viel weniger Müll induzieren, als was die Raucher sonst hinterlassen. Das ist ja furchtbar. Aber leider haben die auch Nachteile. Und das wird im Englischen Vaping genannt. Es geht um Vapor. Vapor sind Dämpfe. Und hier sind die Dämpfer. Und diese Dämpfer sind junge Menschen überwiegend, die dann auf ITS landen wegen Lungenschädigung. Und erstaunlicherweise kommt dieser Bericht aus Utah. Da wohnen und leben die frommen Mormonen, die noch nicht mal Kaffee trinken dürfen. Aber anscheinend hat der Brigham Young und der Joseph Smith ihnen das Vaping nicht verboten. Nämlich das ist hier wohl in Utah weit verbreitet. Und es geht um 60 Vapors.
und die Vapor. Und dies ist eine Karte von Utah. Hier ist Utah und dann haben wir Wyoming und Colorado und Nevada und die Hauptstädte hier in Utah sind Salt Lake City und diese anderen Städten. Und da kamen unsere Vapors her. Auch nicht sehr verwunderlich, nämlich da wohnen die meisten Menschen in Utah. Und da kann man uns die Vapors hier angucken. Und es gab auch hispanische Vapors und weiße, da wohnen wenige schwarze Menschen und darum sind die hier untervertreten. Und was wir hier sehen, ist, die kommen rein mit einer Sättigung von unter 90%, ist ziemlich häufig. Und dann haben sie auch mehr als 11.000 Leukos und Entzündungszeichen und Röntgenbild ist nicht normal und CT, 100% Trefferrate mit CT. Und die armen Ärzte wissen auch nicht, was sie mit denen anfangen sollen. Aber Steroide zu geben, wenn man nicht weiß, was man machen soll, ist immer eine gute Idee. Und die meisten haben hier Steroide gekriegt und die meisten haben auch Antibiotika gekriegt und Sauerstoff wurde ihnen gegeben und so weiter. Und die landeten auf ITS und manche sind verstorben. So ist dieses Krankheitsbild nicht harmlos. Aber was wir hier sehen, ist, die meisten dieser Menschen haben ihre E-Zigaretten adulteriert mit anderen Stoffen, die der Hersteller eigentlich nicht vorgesehen hat. Und am meisten wird da reingespritzt Tetrahydrocannabinol. Und wenn ich im Internet gucke, dann lernt man, wie wundervoll dies ist und für alles wäre das gut. Aber nicht bei den Vapors. Kurze Anmerkung, Übersetzung wäre wahrscheinlich Dampfer. Dampfer. Und nicht Dämpfer. Ja, aber dann denke ich immer, die Kacke ist am Dampfen. Also das sind die Dampfer. Und dann wollte ich noch darauf hinweisen, dieses Paper sollte eigentlich im New England Journal sein. Es ist immer noch nicht im Heft gewesen. Aber hier geht es um Dampfer in Illinois und Wisconsin. Das sind wieder zwei Bundesstaaten, wo man denken würde, die Welt ist noch in Ordnung. Das scheint aber nicht der Fall. Und hier geht es wieder mal um über 50 Dampfer. Und ähnlich junge Leute und haben sie Asthma oder ja oder nein und sind sie kurzatmig, klar, und haben sie diese klinische Bilder sind hier gezeigt, hier gedeutet und abnormales Röntgenbild 100%, okay, CT auch und abnormales Röntgenbild nur 91%, CT aber 100% Trefferrate, sind hier auch zwei gestorben, jetzt ist diese eine andere Serie. Und wenn wir angucken, was mit diesen Patienten passiert ist, manche landeten dann auf der Herz-Lungen-Maschine. Ich meine, dies ist ein ziemlich teurer Spaß hier, ECMO unterzogen zu werden. Und die meisten haben Piep gekriegt und alles mögliche, üblicher ITS-Verlauf. Hier sieht man, dies sind alle portable Röntgenbilder, die taugen ja eh nichts. Aber man sieht, wie viel besser CT ist als einfach ein übliches Röntgenbild, dieses ja ganz klar nicht normal, aber die CT-Bilder sind hier dramatisch, was mit diesen Menschen, was mit deren Lungen passiert. Was wir hier entnehmen können, ist, übrigens, manche dieser Leute kommen dann weg von ITS, gehen nach Hause, aber dann kommen sie wieder mit demselben Zeug. Und wie wir hier sehen, sind die Frauen auch hier vertreten. Und das ist nicht unterschiedlich. Und dann in einem Leserbrief im New England Journal, wieder mal dieses schreckliche CT-Bild, lernen wir, dass dieses Tetrahydrocannabinol wird verdünnt in Öl. Und dann wird das in diese E-Zigaretten reingeschmissen. Und man vermutet, dass dieses dann im Prinzip eine lipoide Pneumonitis, das von diesem elenden Öl verursacht wird, obwohl das noch nicht bewiesen ist, wollte auch auf diese Pleuraergüsse hier deuten. Und hier sind 6 Patienten, das sind dann Öldampfer. Und hier kann man dann diese Makrophagen sehen mit Öl, Rot, Oil Red O, Öl, Rot, O. Heißt dieser Farbstoff und dann sieht man diese Makrophagen voll mit diesem schrecklichen Öl und das kann man dann aus der Bahl entnehmen. Schlechte Idee.
Nächstes Thema im Lancet geht es um das Ovarialkarzinom, Eierstockkarzinom. Meistens wird dies viel zu spät diagnostiziert und wir haben andere Arbeiten angeguckt, ob ein Screening-Verfahren mit Ultraschall oder irgend sowas sinnvoll wäre. Man muss immer daran denken, dass eine genetische Ursache, gerade wenn Familienanamnese das deutet, hier möglich wäre. Und dann die internationale Gesellschaft für Föderation für Gynäkologie hat einen Stadien aufgebaut, kommt darauf an, auf Tumorverbreitung und so weiter. Und wie soll man das behandeln? Und die Patientinnen, die an diesem Ovarialkarzinom leiden, kriegen Carboplatin. Und dann ist der Frage, sollten sie eine sehr dichte, das heißt jede Woche Paxlitaxel dazu kriegen, oder reicht eine sanftere Paxlitaxel-Behandlung? Das ist hier die Fragestellung, wenn ich das richtig verstanden habe. Was durchaus möglich ist, dass ich nicht verstanden habe. Und die Patienten sind hier Patientinnen sind hier in unterschiedlichen Stadien, aber man hat eine ziemlich große Zahl an 500 in drei unterschiedlich behandelten Gruppen hier aufgetrieben. Ich glaube, dieses Krankheitsbild ist häufiger in Fernost als in Europa. Kann man Frau Gürtler fragen, aber ich glaube, das ist der Fall. Und ich sehe hier keine Unterschiede in den Behandlungsgruppen. Abgesehen von der Tatsache, diese Leute hier wurden spät operiert, wahrscheinlich weil sie schon erst Chemotherapie gekriegt haben, weil sie ein verbreitetes Krankheitsbild hatten. Sonst kann ich das eigentlich mir nicht erklären. Aber die unterschiedlichen chemotherapeutischen Vorgänge hier haben keinen Unterschied erzeugt. Und dann, das wird auch alles tabellarisch dargestellt. Diese Forest-Darstellung zeigt auch kein signifikanter Unterschied hier in diesen Untergruppen. So könnte man sich vorstellen, dass diese sehr dichte Paxlitaxel-Zugabe wahrscheinlich mehr Nebenwirkungen induziert, als den Leuten hilft. Und das sollte man vielleicht bei der Chemotherapie berücksichtigen. Dann das nächste Thema, geht es um diesen Antikörper gegen CD38-Rezeptor. Und dieses Molekül wird an Plasmazellen exprimiert. Und wir haben uns schon andere Studien angeguckt, dass dieses wahrscheinlich eine sinnvolle Zusatztherapie ist zu Patienten mit refraktärem multiplen Myelom, die schon durch Knochenmarkstransplantation lauter andere Sachen schon durchlaufen sind. Vielleicht hat dies denn etwas zusätzlich zu bieten, würden wir denken. So kriegt eine Gruppe die übliche Therapie mit Dexamethason und Thalidomid-Abkömmling. Und die andere Gruppe kriegt diese beiden Sachen und dazu auch diesen Antikörper gegen CD38-Rezeptor. Ziemlich große Gruppen, finde ich, 150 in jeder Behandlungsgruppe. Und es scheint ziemlich eindeutig zu sein, Gesamtüberleben, P ist gleich 0,06. Na, man muss ja nicht hier Haare spalten. Ich glaube, ich wäre lieber in der blauen Gruppe als in der roten Gruppe. Und progressionsfreies Intervall. Und wir haben hier eine Beobachtungszeit von 16 Monate. Und dieser Forest Plot deutet auch darauf hin, dass dieser Antikörper wahrscheinlich eine gute Idee ist. Verträglich finde ich schon. Und wenn wir diese Tabelle uns angucken, deutet das auf eine sinnvolle Therapie. Weitere Evidenz, dass mit diesem Antikörper gegen CD38-Rezeptor diesen Patienten zu helfen ist. Dann das nächste Thema ist Januskinasen. Das sind Rezeptor-Tyrosinkinasen, die so zweiköpfig sind wie der römische Gott Janus. Ich habe die Erstbeschreibung mitgekriegt, war vor 15 Jahren, und der sehr bescheidene Wissenschaftler hat dieses genannt Just Another Kinase, was ein besserer Name ist als Januskinasen vielleicht. Aber die signalisieren dann durch sogenannte STAT-Proteine,
die dann im Prinzip einen Transkriptionsfaktor bilden, das lauter Entzündungen auslöst und die sogenannten Zytokine, und Erythropoietin ist ja auch ein Zytokin, signalisieren über JAK-STAT-Proteine und das sollte man wissen. Und bei entzündlichen Immunerkrankungen wie zum Beispiel Morbus Bechterew, diese Januskinasen eine Rolle spielen, IL-6 und ähnliches, könnte man sich vorstellen, dass ein Hemmer von diesen Januskinasen diesen Patienten was bringen würde. Und wir haben schon frühere Studien angeguckt, die darauf hingedeutet haben, dass das eine sinnvolle Therapie ist. Und bei diesen Patienten mit Morbus Bechterew 400 Stück und dann 200 sind dann letztendlich randomisiert worden und können uns hier die Eigenschaften angucken. Das sind überwiegend Kaukasier und in mittleren Jahren, also zwischen 40 und 50. Die Kontrollgruppe hat die übliche Therapie gekriegt, die man für dieses Krankheitsbild gibt. Und das ist hier auch gelistet. Aber was wir hier erkennen können, ist die Hemmung von JAK-STAT-Signal, Transduktionsweg, bringt diesen Patienten einen zusätzlichen Vorteil. Und in diesen Abbildungen ist das noch mehr deutlich nach diesen Skalen. Sieht so aus, als würden wir den Leuten doch bitteschön diese Behandlung gönnen. Also JAK-STAT-Signaltransduktionswege sollten Sie erkennen können und dass dies bei entzündlichen Autoimmunerkrankungen eine wichtige Rolle spielt, sollte man auch erkennen. Und dann Übersicht in Lancet. Wir wissen, dass es Korruption in allem gibt. Und in der Medizin ist auch das nicht anders. Und gerade in der sogenannten globalen Gesundheitsanstrebung, wo man es mit Ländern zu tun hat, die überwiegend autokratische Diktaturen, ausbeuterische Diktaturen haben, die sowieso über Backschisch laufen, spielt das natürlich eine beträchtliche Rolle. Und diese Autoren diskutiert dieses traurige Thema, aber sie macht das sehr konsequent, hat das auch verfolgt, wie es mit der Korruption, wird ja jetzt sehr viel durch Melinda Gates Stiftung und so weiter, sehr viel hier investiert, was auch zu großen Fortschritten geführt hat. Aber ein Teil dieser Gelder landen dann in falschen Taschen. Und diese Frau hat sogar ein mathematisches Modell erstellt, können Sie hier diese Formeln angucken, wie man vielleicht zur Korruptionskontrolle erlangen könnte. Prügelstrafe wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber ein mathematisches Modell ist hier vorhanden. Und wenn Sie mit diesen Themen etwas zu tun haben, dann lohnt es sich, dass man sich dies genauer anguckt. Jetzt der Fall im Lancet, geht es um diesen armen Menschen. Der kommt in die Notaufnahme, man guckt sich das an. Sein Arzt meinte, er hätte zu viel gegessen, aber eigentlich ist im Gegensatz dazu der Gegenteil der Fall. Hat jemand eine Anamnese erhoben und in der Kindheit hatte er ein Astrozytom und der wurde chirurgisch behandelt. 20 Jahre später kriegt er in diese bilateralen ventrikuloperitonealen Shunts, die ihn wahrscheinlich sehr geholfen haben. Kopf scheint okay zu funktionieren. Er kriegt ein CT und wir sehen hier diese Riesenzyste. Und dann, das ist der Shunt-Katheter innerhalb dieser riesigen Flüssigkeit hier. Wir können schon irgendwie entnehmen, dass dies wahrscheinlich eine Wasserdichte ist, wenn wir es mit Muskel vergleichen. Hat man eine Nadel reingesteckt, ist das also alles rausgehuscht und das hat eine Verbesserung in seinem Appetit geführt und er ist glücklich nach Hause gegangen. Das dürfen Sie auch, weil jetzt ist Clinical Journal Club für diese Woche beendet und nächste Woche geht's hoffentlich weiter.